Okay. Hier oben in der Ecke war der Ausgang. Gut. Genau. Und dann waren da 1000 Schilder. Did you swim Ah, enough und for a lifetime? da geht's einfach wieder raus. Okay, gut. Hier hast du Zeug reingeschmissen, ne? Ja, das habe ich da alles reingeworfen. There's a lot of water around. This water is all that your pretty. Nein, Petty Kingdom was wasted in the past 50 years. Which is a last year's large amount. How did you spend so much water while sleeping? Were you hooked up a reservoir or what? Anyways, on to actual matters. This shit contains one of the two legendary buttons set to open both of the Titan iron doors. They are more than mere stones. So find them both to keep going. Okay, also mitgenommen. Ja, einen Knopf habe ich. Ein Knöpf. Den einen Knopf. Knöppe die Knöpf. Aber der andere Knopf, der fehlt mir noch so ein bisschen. Ja, das wird wahrscheinlich nicht hier sein, oder? Stimmt. Hatten wir noch einen anderen Weg? Ich weiß es gar nicht Wir mehr. hatten noch diese Wiese, aber da konnten wir eigentlich nichts Doch, scheinbar machen. waren die Schere irgendwo versteckt oder so, ne? Das könnte natürlich sein. Haben wir das Buch überhaupt angeschaut? Der wird Armor bei JK Rowling? Ich glaube nicht. Ich schau mal rein. Have you Jo. ever been able to breathe underwater? That was a rhetorical question. No one can breathe underwater. Unless they have gills. Gills. Gills, Girls, ja. Frauen können immer unter Wasser atmen. Natürlich. Die haben ja auch Kien. Ja. Ich kann. Boah. Was laberst Hast du nicht gelernt, oder was? du? Ich renne jetzt einfach nur noch gegen die Kaktusse und. Kakteen! Oh Gott! Wow. Ich mache erstmal meinen Game Mode weg. Der macht mich bestimmt so im Kopf kaputt. Genau, das wird sein. Oh, ich fühle mich auf einmal so intellektuell. Ich bin ein Intellektueller. Hier sind nochmal Pfeile und ein Apfel und ganz viel. Sammeln wir das Leder überhaupt noch ein? Ja, ich sammle schon die ganze Zeit. Ich glaube, ich habe ein bisschen was liegen lassen, so zwischendrin. Ah. Hier sind überall Kisten übrigens, voll mit Leder in dem Waldgebiet. Wir haben uns sehr gut da umgeguckt. Okay. Das ist genau das Sandgebiet, bloß mit Bäumen und so, ne? Also auch Ja. die Strukturen sind gleich. Das, was so Steine waren, sind hier Bäume. Das ist cool. Trotzdem fehlt mir irgendwie ein Schalter. Ach, da geht's ja runter. Wo bist du überhaupt? Ich komme gerade wieder. Ich war noch ein bisschen schwimmen. Aha. Ich habe noch geguckt. Und habe gerade noch meinen Kuchen gefressen. Aha. So. Hier drüben in the water, der ist Oh, es regnet a rein. swim down. Hä? Hier, komm runter. Oh. Wie lange hast du eigentlich vor, die Map aufzunehmen bisher? Komplett. Keine Ahnung, wir müssen halt mal gucken, wie umfangreich die ist. Ja. Ja. Das kann ich ja noch nicht einschätzen. Okay. Selbst wenn wir sie nicht komplett spielen, ist, glaube ich, nicht so schlimm. Ja. Ich sehe einen Enderman. Und es ist Ich sehe sehr. gar nichts. Da jetzt hat. Schlag einfach das Redstone an, dann siehst du ein bisschen was. Ich habe nicht mal das Redstone gesehen. Aber ich kann dafür sorgen, dass wir ein bisschen besser sehen. Ich habe irgendwas aktiviert durch den Knopf. Ja, das ist Hier ist was richtig. aufgegangen mit dem Kürbis. Oh. Ah, schau. Mach deine Fackeln weg. Da, wo es leuchtet, müssen wir immer als nächstes hin. Ach Und es geht dann so. hier auch wieder direkt zu. Wir müssen dem Lichte folgen. Macht er Ja, gleich das ist erstmal. ja interessant. Macht er Ich sehe gleich gar jetzt. nichts mehr. Ich auch nicht. Da unten leuchtet es, aber das ist eine Fackel, glaube ich. Hier drüben bei den Creepern und Endermännern leuchtet's. Mit, ich sehe. Oh. Irgendwas ist da explodiert. Hab einen Knopf. Es bewegt sich ziemlich viel. Oh, ich glaube, hinter mir hat sich gerade was geöffnet. Ich glaube, es wird alles. Oh, Getting Wood Achievement. Ich habe keine Ahnung, wo kamen wir Oh, her? da unter mir hat sich was geöffnet. Sicher, dass wir nicht hier lang müssen? Das sieht auch gerade relativ richtig aus. Ich weiß es nicht.
Hier ist eine. Ne, hier kommen wir her, WTF. Da hat sich eine Piste verschoben. Oh, da ist was. Okay, ich bin gerade zurückgelaufen aus Verwirrung. You seem to have found your way through the redstone mines. Well done. If you're looking for a mighty fine artifact, I suggest you proceed onwards to the Serene Meadow Control Center. If you activate a pond control, you'll be able to access that pond to progress towards the Temple of the Shears and rare artifacts. Du bist bestimmt da drüben. Ja, hi. Richtig. So, dürfen wir jetzt in den Tempel der Scheren? Wir können ihn gleich öffnen. Okay. Dupidu. Kann sein, dass wir durch die Ranken ein bisschen geslowt werden. Ja. Ja, und sprinten können wir auch nicht. Tree lushness. Be quick, taking too much time could get you stuck forever. Also Pawn Control sollen wir aktivieren. Okay. Warum nicht Chocolate Rain Receiver? Das macht bestimmt das Lied Chocolate Rain. Das hat nur Bing gemacht. Ja. Naja. Okay, dann aktivieren wir die anderen auch noch. Ist der jetzt an oder aus? Den habe ich schon an. Den hat es. Okay, jetzt habe ich ihn ausgemacht. Jetzt hat man auch eine andere Richtung gesehen. So. So, und quickly wieder raus, oder? Schwimmen. Ich komme nicht aus dem Wasser raus, aber ein Zombie versucht mich anzugreifen. Das ist doch schon was Positives. Ah, jetzt sind wir wieder in dieser Redstone-Mine gedöhnt. Nee, du bist nur falsch herumgelaufen. Was? Ich bin schon draußen. Bin ich? Oh, ist ja. Dieser Tempel jetzt wieder offen? Nee, hier steht immer noch Access Denied. Sollen wir ihn einfach aufschlagen? Warte. Ich mach nochmal die ganzen Hebel. Okay. Und dann kannst du sagen, ob es aufgeht oder nicht. Das Zombie ertränkt sich hier gerade selber. Es ist in den Wasserfall reingeschwommen. So. Noch zu. Drück die Schalter, DK, drück die Schalter. Da passiert nichts. Ja, es bleibt doch zu. Stand da nicht irgendwas Bestimmtes oder so? Was wir beachten? Ich hab ich was gehört? Das war irgendwo bei dir. Ja, das war bei mir. Das war nur der Ausgang. Nee, da ist nicht. Hättest du mich auch nochmal reinschauen lassen können? Huch! Oh. Oh. Oh, ich hab Pistons. Gut, wir müssen uns keine mehr kaufen. Na, siehste. Ich schau mal raus. Okay. Na, wenn ich rauskomme. So. Next is denied. While accessing the control center, be quick, taking too much time could get you stuck forever. Okay, und was stand da nochmal auf den Schildern davor, die du so schön langsam vorgelesen hast, wo ich nicht zugehört habe? Eigentlich nur, dass man diese Pond Control aktivieren soll. Aktivieren. Genau. Oh, warte, ja, da hat sich ein weiterer Durchgang geöffnet und noch so ein Tümpel. Warte mal. Ich glaube, da ist was. This door will only open to those who activate the 50 sacred levers in less than a minute, then come back. What the fuck? Komm mal raus. Ich glaube, das machen wir am besten zu zweit. DPDK. Warte, ich mach mal mein Game Mode wieder weg. Also komme ich mir so cheathaft vor. So. Okay. Also, wir haben da jetzt einen Gang mit 50 Hebeln. Okay. Die wir in einer Minute aktivieren müssen. Ich fange hinten an. Genau. Bestimmt der letzte ist mir wichtig. Warte mal. Hier steht noch was. Have you not realized it would be much easier to simply take a lever, place it next to the door, flip it and go? Besides, there are 60 levers, not 50. If you actually manage to flip all them within 60 seconds, how that's quite impressive. Useless, but impressive.
Gut, ich glaube, wir nehmen aber direkt die neben der Tür. Ah! Ich weiß gar nicht, welche du gedrückt hast und welche nicht. Naja, die oben sind, sind nicht gedrückt. Am Boden ist es halt ein bisschen ach, weißt du was? Da hatte ich aber ein Adventure mit mal. Da waren irgendwie so 200 Schalter oder sowas. Alle schön in der Wandreihe. Open the way to the Temple of Shears. Na siehste. Ding. Ich habe keine Ahnung, wo wir gerade sind überhaupt in dem Wald, aber du wirst schon einen richtigen Weg eingeschlagen haben. Ja, natürlich. So, da geht's hoch. Ach, ja, da trinkt die Klopfer vor Freude. Ach, da sind wir. Siehst du? Und es ist dunkel draußen. Alles offen. Ja, einfach rein da. We have Conis, bla bla bla. Das ist alles voll gefährlich. Die Welt wird untergehen. Kaffeepause. Hey, Lava. Ich höre Musik. Oh, ich sprinte. Guardian of the first floor. Yeah, every trap is there to kill you. Okay, Monster. But your should still accept it. Sometimes they will work. Ein Pumpkin. Oh, den musst du auf den Guardian, glaube ich, setzen. Hier ist ein Ocelot gespawnt. Moment. Jetzt ist ein Lavalot. Ich versuche gerade zu erkennen, was das für eine Musik ist. Ich habe es nicht erkannt, aber ich habe den Lavalot erschaffen. Ich habe den Ocelot in die Lava geschubst. Gott, wie sieht der denn in dem Texture-Pack aus? Ich verstecke mich mal. Ich habe Angst vor dem. So, Rüstung anziehen. Habe ich nicht. Wieso greifst du den an? Er will nur Liebe. Alles an. Okay. Floor 1. Au, ich hätte die Treppe nehmen sollen. Der hält ganz schön viel aus, hä? Ja, ja, die haben 50 Herzen. Was macht denn der Slime da? Wo denn? Existieren. Mein Kill. Killstealer. Huch, der Slime ist gerade runtergefallen. Gift, 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 Gift. Hm. 29 durch 11, 28 durch 11, 29 durch 10. Sollen wir uns wieder aufteilen? Was möchte das Spiel uns sagen damit? Keine Ahnung, aber ich gehe mal dahin. Ich gehe mal dahin, wo der Stein daneben gebrochen ist. Das kann doch nur Gutes heißen. Das ist Lava. Ich verbrenne. Hey, da ist Wasser. Ich bin im nächsten Stock. Hi. Ich sehe dich zwar nicht, aber ich bin gerade tot und habe keine Rüstung mehr. Ich habe, glaube ich, noch Rüstung für dich. Ja. Wo bist du? Ah, halt da. Okay, jetzt sehe ich dich. Genau. Wolltest du es mir gerade mit der Tür zeigen? Nee, ich wollte nur genau gucken, wo ich bin überhaupt. Und, warte. Goldschwert. Oh, sinnvoll. So. Woran soll man erkennen? Das geht wieder zurück, oder was? Da drüben spawnen gerade Viecher. Ich möchte da nicht lang gehen. Oh Gott, au. Au. Ja, genau deswegen wollte ich da nicht lang gehen. Au. Hilfe. Hast du den Schalter gedrückt? Ja, ich habe ihn gedrückt. Wie komme ich hier wieder raus? Ja, hier ist ein Loch im Boden. Nein. Ah, da hinten. Wo denn? Oder? Geht's da hoch? Ja. Hoch geht's. Oh, sie schob. Ah, sie kommen uns hinterher. Nein! Verschließe den Schacht. Warte. Okay, ich hätte jetzt Erde gerade hergecheatet, aber gut. Ich hab nichts mehr. Okay. Komm ja auch nicht raus. Oh Gott! Ach, das ist ein Ocelot, okay. Warum sind wir jetzt wieder hoch? Weil ich unten den Schalter gedrückt habe und der irgendwas gemacht hat.
Ja, wir wollen den Stockwerk 3. Oh, da ist Lava. Du lebst noch? Ja. Ja. Das ist ein Wunder. Ja, jetzt sind wir wieder da, wo die da hinten sind, die Viecher, da wollen wir nicht mehr hin. Ah, geht's da weiter nach unten? Nö. Geht's da drüben weiter nach unten? Hier ist eine Kiste mit Zucker und ein Steak und Leder. Vielleicht für den ersten Stock? Wir sollen ja auch in den dritten Stock, also müssten wir eigentlich einen Stockwerk tiefer. Der Logik. Wir sind doch jetzt einen Stockwerk tiefer. Quasi. Ja, jetzt hast du einen. Es öffnet eine Tür. Ciao. Ach, da innen. Ja, da weiß ich, wie wir hinkommen. Wir müssen wieder ganz nach oben. Dafür ist das Fass auch angegangen. Ja. Irgendwas blockiert mir hier oben den Weg. Kann gar nicht erklären, was das sein könnte.